Aufregung bei den knapp 600 Mitarbeitern des SAV Bruckmürz-Zuschlag. In der kleinen Zeitung von vergangenen Sonntag wurde angekündigt, dass steiermarkweit die Sozialhilfeverbände abgeschafft werden sollen. Die beiden Bürgermeister von Bruck und Kapfenberg, Peter Koch und Fritz Grazer, sind verwundert über die Informationspolitik in dieser Angelegenheit. Dann ist da sicherlich, dass wir uns alle gemeinsam überlegen, immer wieder überlegen müssen, sind unsere Instrumente, Organisationen im Sozialbereich noch zeitgemäß und was tun wir damit? Das ist uns allen klar. Aber, und das ist ein großes Aber, der SHV Bruckmürz-Zuschlag betreibt 8 Pflegeheime, 2 Tageszentren, hat 600 Mitarbeiter, ungefähr 800 Bewohnerinnen und Bewohner. Und es muss ganz klar sein, dass wir für die einen guten Übergang gewährleisten, also in der Zeitung zu erfahren, dass ein Verband möglicherweise oder die Verbände möglicherweise aufgelöst werden. Das ist ein bisschen vorschnell und wir Bürgermeister werden alles dafür tun, dass es weiterhin gute Verhältnisse im Sozialbereich auch in unserem Bezirk gibt. Wie auch immer die neuen Strukturen aussehen mögen, eines ist für Koch und Grazer ganz klar. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern brauche sich niemand Gedanken, um den Job zu machen. Keiner unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht sich nur eine Sekunde Sorgen zu machen. Es wird, egal wie die Konstruktion einer eventuell anderen Institution ausschaut, trotzdem jeder natürlich seine Arbeit haben. Ich sage einmal so plakativ für die Pflegeheime, natürlich werden die alten Menschen weiterhin gepflegt werden müssen, brauchen ein Heim, das ist ja überhaupt nicht zur Diskussion und ich verstehe überhaupt nicht, warum es jetzt diese große Diskussion gibt, wo überhaupt noch nichts am Tisch liegt. Aber grundsätzlich die Botschaft, es braucht keiner unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich Sorgen machen. Im Gegenteil, wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch weiterhin. Wir brauchen sogar neue. Und da ist es sehr kontraproduktiv, so einen Artikel zu schreiben, weil es überhaupt jeder Grundlage entbehrt.